Autokauf einmal anders. Auf einer Straße in Saudi-Arabien begegnet einem Fahrer dieses absonderliche Gefährt. Es handelt sich um einen alten Toyota-Pickup oder vielmehr, was davon noch übrig ist. Die Karosserie fehlt vorne komplett, der Motorraum liegt frei. Erstaunlicherweise ist das Auto noch fahrtüchtig, wenn auch nicht ganz legal. Auf Nachfrage gibt der Besitzer zu, dass die Papiere schon seit 10 Jahren abgelaufen sind. Noch erstaunlicher, der Mann mit der Kamera macht dem Toyota-Fahrer doch tatsächlich ein Kaufangebot. 3000 Rial verlangt der Besitzer des Schrottwagens zunächst, lässt sich dann aber schnell auf 2500 runterhandeln. Umgerechnet ca. 500 Euro. Das ist dem potenziellen Käufer aber immer noch zu viel. Und so lautet das letzte Angebot. Ich gebe dir sogar noch Geld, wenn du den Wagen nimmst. Ob das Geschäft wirklich abgeschlossen wurde, zeigt das Video nicht mehr. Aber vermutlich war das Ganze auch nur ein Scherz.